ist noch Apfel. Theoretisch kann er, glaube ich, auch Blüten und Samen essen. Manche mag er dann vielleicht nicht. Ah ja, stimmt, die Äpfel sind eh schon wieder reich. Oh, guck mal, die Maus klettert den Baum hoch. Cool. Warum hat das jetzt nicht... Sind die noch nicht reif? Ja, die... Nein, geht doch nicht zu dem... Moment, ist er wieder weg? Nee, da ist er. Ah. Wenn er ins Haus gehen will, ist er auch okay. Dann lass ihn ins Haus gehen. Dann ist er auch weg. Kann der Hahn in Ruhe seinen Mais essen. Der Hahn ist aber auch echt dumm. Ja, aber wirklich. Hier, hol dein Scheiß-Mais. Der Scheiß-Mais. Und wenn wir erstmal einen Hahn haben, können wir die Jägerin eigentlich beliebig viel Hähne zu uns bringen lassen, wenn wir das nötige Geld haben. Weiß auch nicht, was er hat. Passt ihm was nicht? Mag er was nicht? Guck mal nochmal nach. Eigentlich muss er nur dreimal essen. Das ist einfach wirklich dumm. Vielleicht will er sich einfach mal ein bisschen genauer umschauen hier im Garten. Könnte ja sein, dass das alles nur eine Falle ist, damit er zu Fuchsfutter wird. Ja. Muss man schon mal ein bisschen genauer den Garten beobachten. Aber jetzt guck, jetzt geht er zum Mais. Ist jetzt im Tanke. Ja, ein Mais gegessen. So. Da waren es nur noch zwei. Hier ist noch ein Mais. Bau einfach eine Mauer aus Mais um ihn drum. Wo sind denn jetzt die anderen Meise? Hat die schon wieder irgendwer anders gegessen jetzt, oder wie? Ach, komm schon. Wir können uns keinen... Ah, da hinten liegt noch einer. Da hinten. Hinter dem Stachelbeerenbusch. Glaube ich. Ah. Genau. Ah, das Newtgut ist da. Warum haben denn alle Angst vor dem Frosch? Und noch mehr Wasser. Und mehr Brunnenkresse. Blüten. Ja, wenn man so ein richtiges Wassergrundstück macht, ne? Ja. Aber wir wollen ja erstmal... Warum geht der Hahn denn an dem scheiß Maiskolben vorbei? Mein Gott. Guck, du hättest ihn nicht bewegen sollen. Der wäre jetzt dahin gegangen. Der wollte den essen. Der war gerade enttäuscht an der Stelle, wo er vorher lag. Der ist einfach nicht der Schnellste. Ah, so eine Schlange hatten wir auch noch nicht, ne? Oh Gott, muss Mausmellos essen. Ach. Wir haben eine Mausmelo. Ja, ich weiß. Das ist echt... Das Spiel ist echt gemein. Guck mal, da ist ein Häschen gekommen. Gute Nacht, Desert Railgun. Mach's gut. Gute Nacht. Unsere brutale Mordserie spricht sich langsam rum. Ja, das kann sein. Deswegen kommen die so. Nicht mehr. Ah, der Hahn isst. Was? Weil nicht irgendein Samen. Kann man überall pflanzen. Knoblauch. Knoblauch. Guck mal, kriegen noch ein Häschen. Cool. Das wird jetzt auch nicht mehr gegessen so schnell. Das ist jetzt in Sicherheit im Grunde. So, und jetzt geht der Hahn wahrscheinlich zu dem da. Bitte, geh jetzt ja, zu dem könnte da, sein, könnte bevor sein. Der Fuchs da wieder rauskommt. Ja, ja. Der ist ja nur ein bisschen gemütlich, der Hahn. Der Menschenfrosch, Konga, der Menschenfrosch, deswegen haben die Angst. Die haben das Hörspiel gehört. Hahn, vielleicht geht er nur, genau, der muss sich hier ausrichten, das ist halt bei der KI oh, oh, also. Oh, oh, jetzt kommt oh, er von der Party wieder heim, ich glaub's nicht. Aber irgendwie hat der Hahn keine Angst vor dem Fuchs. Na, dann ist trotzdem ja gut. Isst er jetzt den Mais nicht, sondern geht. Oh, ich hasse den Hahn. Ja, ich hasse den Hahn. Ich glaube, du musst auch den Knoblauch gießen, der verwelkt ja sonst. Was für ein blöder Hahn. Ich hoffe, wenn der jetzt wiederkommt, hat er wenigstens gespeichert, dass er zwei Maiskolben schon gegessen hat. Nicht, dass der sich ja durchschnort bei uns. Mensch, das haben wir gern. Willst du mal ein bisschen weiterspielen? Kann ah, guck mal, die sind jetzt beide ah, cool da drin. Kann ich machen, aber wir können, wie gesagt, auch gerne was anderes spielen, wenn du willst. Nö, ich würde es schon interessant finden, aber ich bin echt ein bisschen überfordert. Na von gut, der Steuerung ich und muss so jetzt dann auch erstmal in die Steuerung reinkommen, befürchte ich. Aber schauen wir mal. Hast du den Knoblauch schon gegossen? Ja, den habe ich schon gegossen. Na gut.
Also eigentlich will ich nur schnell noch was essen. aber warte doch noch schnell. Wir streamen eh nur noch 50 Minuten ungefähr und dann mache ich uns wirklich was zu essen. Ach, sind wir schon... Ist in der Stunde schon wieder Schluss? Ja, genau. Das ist der Frosch, mein Gott. Ich dachte jetzt schon. Pflanze vertrocknet. Boden. Eine der Pflanzen braucht was? Irgendwie kann man auch, glaube ich, Ziel anzeigen auf X. Genau, das ist gut. Der Knoblauch schon wieder. Doch, der Knoblauch. Ich habe den aber gerade gegossen. Oh, keine Ahnung. Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen, man kann nämlich auch irgendwie... Oh, wir haben zwei Frösche. Neuer Frosch ein. Okay. Ich glaube, jetzt ist der Knoblauch fertig. Den muss ich nicht mehr gießen. Man kann... Stufe 11. Oh. Ja, ein neuer Titel gut. Und mehr Fläche für dich zum Austoben. Größerer Garten. Du freust dich, denn du schlägst dich sehr gut. Lotti hat neue Pflastersteine und... Genau, sieh das Samen, wir kennen das Ganze schon. Und einen Titel kriegen wir auch noch, einen besseren. Bla 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 bla. Ich glaube, du hast es dir verdient, dich selbst einen qualifizierten Gärtner nennen zu dürfen. Es gibt aber noch viel zu tun, also... Oh, ein saurer Serbat. Ah, ah. Serbat. Das ist Pech. Eine saure Sherbat ist aufgetaucht. Dieses Pinata wird für deinen Garten eine ganz schöne Belastung sein. Oh, oh. Na, toll. Oh, was sind jetzt schon wieder, ey? Ich, wirklich? Ja, es ist mega nervig. Kann man hier mal 5 Minuten spielen? Machen wir die Sache etwas spannender. Dein Garten wird etwas größer werden. Du kannst dich also schon mal darauf vorbereiten. Ja, größerer Garten, größeres Glück. Sehr schön. Ja, na gut. Jetzt haben wir automatisch auch mehr Wasserfläche bekommen. Cool. Außerdem werde ich jetzt mal gucken, dass ich zum Beispiel die Sandfläche hier vergrößere und die Eisfläche. Ja. Man kann übrigens mit dem Steuerkreuz auch einfach durchschalten. Da muss man nicht immer in das Menü. Okay. Kannst den Teich, den ich da angelegt habe, auch größer machen. Ja, okay. Ich finde Wasserfläche eigentlich cool. Vertrocknet schon wieder irgendwas. Ich habe nie mal was angepflanzt. Ich weiß gar nicht, was die immer wollen. Die Büste. Und oh, die der Hahn muss nur noch die eine blöde... Ich muss mal gucken, welche Pflanzen hier überall vertrocknen. Das gibt's ja nicht. Na, gieß doch. Weiß ich wirklich nicht, was das Spiel will. Da war gerade eine, die vertrocknet. Ah, tatsächlich. Ah, da ist wahrscheinlich irgendwas gegessen worden und hat sich automatisch eingepflanzt. Was sonst? Schauen wir mal. Man kann sich sie anzeigen lassen. Achso, das war die, die ich gegossen habe. Na dann. Perfekt. So, wo war ich denn geblieben? Ich wollte Schnee machen. Das Schnee? Nee, das ist Gras, oder? Nee, es ist Schnee. Nee, warte, das ist Sand. Das ist Sand. Gras, Sand, Schnee, jetzt. Ich mache einen nahtlosen Übergang zwischen... Puh, Katze. Unsere Katze randaliert wieder. Zwischen Schnee und Sand. Da, Tundra-Gebiet. Es ist gerade richtig dunkel geworden, weil die Katze vor die Lampe gesprungen ist mit so einem BÄM. Okay, graben wir hier ein bisschen aus. Oh, so geht das nicht. Sondern auf... Du musst an den Rand. Warte, ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Jetzt kann die Pflanze nicht mehr wachsen, ne? Naja.
Was ist los? Irgendwer findet irgendwas gut. Das ist die Taube ins Wasser gegraben. Ja, das stimmt. Kann man die auch irgendwie ausbuddeln? Oh mein Gott, der Fuchs ertrinkt. Das macht nichts, die werden rausteleportiert. Ich zerhack die Blume jetzt, ne? Weil die steht am falschen Platz und kann nicht mehr wachsen. Klopf die mal an. Ah ja, dann verliert die noch einen Samen. Perfekt. Und dann zerhack ich die. So machen wir das. Antippen. Und zerhacken. Oh. Cool. Weil wir so viel Wasser haben. Ja. Ja, da freut er sich. Mit etwas Sand und ein wenig Sonnenschein kannst du die Strandpartytiere anlocken. Dieser kleine Castation interessiert sich sehr für deinen Garten. Na dann. Das kann sein. Wahrscheinlich haben sich die Tiere gerade gefreut, weil der Fuchs ertrunken ist. Deswegen haben die Yay geschrien. Oh Gott, das ist möglich. Die Schweine. Tja. Das finden die aber nicht gut, wenn die ertrinken. Anscheinend. Beschweren die sich. Weicheier. Kann er wohl noch ein bisschen so ertrinken hier. Warte. Irgendwo. Ah, hier. Oh, cool. Quackberry. Den hätte ich gern. Hab bestimmt auch wieder Angst vor dem Fuchs. Der Teich, den du angelegt hast, hat eine Quackberry angelockt. Gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt gießen wir mal die noch hier. Pflanze zu nass. Ich weiß. Ich ja schon. Da. Aber ich verstehe schon, wenn du... Jetzt verstehe ich, wo deine romantisierte Vorstellung von Gärtnerei herkommt. Ja, wahrscheinlich. Aha, wen haben wir denn da? Aha. 2 von 3 Maiskolben gegessen. So. Da ist der dritte Maiskolben. Und da ist aber auch schon... Er geht leider schon wieder. Ach, die Dumme. Was ist mit dir, Krabbi? Was willst du? Er bewegt sich cool. Oh mein Gott, braucht der viel Wasser. Spinnt der? Müssen wir komplett... Und Sand. Im Prinzip ist das alles nur... Ich meine, eigentlich finde ich das cool, so ein Monogarten Themenpark. Anzulegen. Ja, genau. Im Endeffekt kann man das eben in dem Spiel wirklich auch machen. Du hast Besuch von einem Quackberry. Ich kann schon verstehen, warum man sich sehr viel damit auseinandersetzt mit diesem Spiel. Ja. Oh, da ist die Ente. Weil du kannst quasi, also ich habe das immer so gespielt, dass ich quasi so meinen Standardgarten hatte und dann habe ich aber Tiere aus dem Standardgarten in andere Gärten verschickt und da so Monokulturgärten extra für die gemacht. Okay. Guck mal, der will ein Stück Brot. Ach, das kriegen wir vielleicht sogar irgendwie hin. Kannst Wenn du, das glaub ich, alles schon ist, kaufen. Da gucken wir mal. Wahrscheinlich bei ihr, oder? Wahrscheinlich, ja. Guten Morgen! Wie Guten wäre es Morgen. Mit etwas Sämigem? Nein, so war das nicht gemeint. Ich verstehe ehrlich gesagt den Witz nicht. Wir haben nicht genug Geld. Ah oh, ja, da müssen wir jetzt mehr Tiere zu mehr Partys schicken. Die haben doch so viel Wurmlis. Die Wurmlis müssen weg. Kann man die verkaufen? Die Ente geht echt cool. Verkaufen würde gehen. Man könnte die Wurmlis verkaufen. Ja, dann macht das. Wollen wir die Würmlis verkaufen? Ja. Okay. Ist die jetzt markiert für den Verkauf? Ach so, nee. Kaufen wir mal die 3. Oder wollen wir noch was verkaufen? Reicht, glaube ich, schon für ein Stück Brot. Na gut. Ich meine, vor Würmlis kann man sich eh nicht retten. Oh, da sind schon 2. Okay. Jetzt pass auf, kauf Bisch. Habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube schon. Ich bin mir bei dem Spiel immer nicht sicher irgendwie. Das ist manchmal echt verwirrend. So, schauen wir mal. Ah ja, wir haben über 600. Das dürfte reichen. Wie viel kostet Aha, Brot? Einer meiner Lieblingsgeldbeutel. Ich meine, Kunden.
300. Wir können du könntest zwei Brot legen und dann hättest du zwei Enten. Ganz da waren nämlich genau, zwei. Ganz genau. Das ist der Plan. So. Ah, nicht rückgängig. Ach, ich hasse das manchmal wirklich. Das ist wirklich eine komische Steuerung. Ja, das ist echt bescheuert. Hier, Entchen. Die eine kommt schon angeschwommen. Die andere watschelt da hinten noch um die Gegend. Frosch, geh vom Brot weg. Das ist Entenbrot. Kein Froschbrot. Guck mal, da sind zwei. Oh, jetzt bräuchten wir Mais. Der liegt da in der Mitte. Ja, ja, aber wir bräuchten noch viel mehr Mais, theoretisch. Jetzt wären auch gerade beide Füchse im Bau. Ah, guck mal. Nom, nom, yeah. Nom. Da. Crackberry. Cool. Das ist cool. This is nice. This is fine. So, nun, was machen wir jetzt? Jawohl, zweite Ente. Ist das Brot? Yay! Hey, und wenn du jetzt mal vielleicht einen Maiskolben noch essen würdest, du blödes Huhn, du. Ein neuer Bewohner. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind wirklich einfach ziemlich dämlich. Ja, ich weiß auch nicht. Sieh das! Es gibt nicht mehr Samen. Mehr Samen. Wusstest du, dass die Nein, mehr Samen. Das ist aber spendabel. Ich glaube, du willst gar nicht mit mir reden. Ja, da hat er recht. Oh, jetzt ist er beleidigt. Ah, oh, Drama Queen. Ah. Hä? Nee, schon gut. Was denn? Nee, nicht. Das war ein Baum hier hinten. Ein Haselnussstrauch. Und eine Sonnenblume. Ich glaube schon langsam, man muss die auch gießen, wenn es regnet. Meinst du, Frösche werden gern gegossen? Ja, die werden gern gegossen. Kann man die so glücklich gießen, dass man die auf Piñata-Partys schicken kann? Nur durchs Gießen? Irgendwie kann ich nicht mehr gießen. Oh, was will die? Ich weiß auch nicht. Ich kann nur noch kurz schütten. Keine Ahnung, was da los ist. Ah, eine neue Fliege ist eingezogen. Ach, cool. Guck mal, die Ente fliegt durch die Gegend. Cool. Ist das schon fertig hier, die Chilischote? Ich glaube schon, ist eine Chilischote geworden. Cool. Ein Nude-Gut ist eingezogen. Was? Ein was? Ein Nude-Gut. Ist das? Dieser Molch. Der Wolf? Molch. Hier, acht Besucher. Ach, bist was will du? Denn der? Ja, ich glaube, der braucht auch super viel. Ja, aber so viel Wasser haben wir jetzt. Brunnenkresse würde der gern essen. Wir haben leider nur eine Brunnenkresse momentan, aber gut. Katzen, bitte. Bitte nicht alles kaputt machen jetzt also noch. Wirklich, warum ey. Hat denn der Angst vor dem? Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht unbedingt Angst, sondern auch einfach nur, die mögen sich nicht. Ich glaube, Nude-Guts mögen keine Enten, Mäuse mögen keine Frösche aus irgendeinem Grund. Und der mag keine Mäuse und keine Käfer. Der mag einfach gar nichts. Ja, dann hau ab. Wir mögen dich auch nicht. Ah ja, ich sehe es gerade. Stell dir, du machst alles kaputt. Ja, das stimmt. Aber es wäre wirklich schön, wenn du zumindest bitte nicht die Xbox oder den Laptop runterwirfst, Katze. Daddy.
Alles andere ist nicht so schlimm. Oh, Plante zu viel gegossen. Ist schon gut. Hab schon aufgehört. Was schnuppert denn der Fuchs da? Die Ente schläft im Sitzen im Teich. Ah, guck, der Nüttgard isst jetzt seine erste Wasserblume. Würde er zumindest, wenn ihm die Ente nicht so stören würde. Aufzucht einer Chili-Pflanze abgeschlossen. Soll ich mal das Marienkäferhaus verkaufen? Ja. 150 kriegen wir dafür noch. Okay. Es vertrocknet schon wieder eine Pflanze. Was? Wo denn? Gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gerade erst alle gegossen. Kommt schon wieder so eine Krabbe an. Ja, aber so viel Wasser brauchen, also wie die brauchen da. Weil jetzt auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo da bitte. Ich hab doch sonst gar nichts gepflanzt. Die da? Ja, irgendwie sieht die braun aus, ne? Oh, jetzt ist sie tot. Aber muss ich die gießen, wenn die angegriffen werden? Oder ist die gestorben, weil die angegriffen wurde? Ich weiß es nicht. Ich hau jetzt mal den Baum mit der Schaufel. Dann geht's mir vielleicht besser. Boah, so viele Äpfel. Wir bräuchten eigentlich nur einen blöden Hahn, ne? Ja. Schnecke, komm mal her. Iss jetzt mal ganz viel Äpfel und dann schicken wir die Schnecke mal auf eine Party. Vielleicht bringt die voll viel Geld, die Schnecke. Weil die immerhin eine gezähmte Schnecke ist. Sie spielt mit irgendwas. Was ist denn das da? Ein Knochen? Oh. Du solltest vielleicht keinen Knochen als Leckerbissen auswählen, aber einige Pinatas machen nichts lieber als daran zu nagen. Kannst du bestimmt denken, wen ich meine, oder? Wahrscheinlich Hunde-Pinatas. Aber ja. Woher haben wir denn den Knochen? Keine Ahnung. Lag der einfach im... Ah. Warum gibt es eigentlich keine Xbox S-Cam? Bei der PS5 solltest du einen 24-Stunden-Stream anmachen, wo nur die PS5 gezeigt wird. Am besten auf... Ach so, ja, von dem Drehen der Teller. Du meinst, dass ich wirklich die Series S einblende währenddessen? Ja, grundsätzlich, weil alles hier so ein bisschen Guerilla-mäßig im Wohnzimmer aufgebaut ist und kreuz und quer. Deswegen haben wir überhaupt keine Kamera jetzt heute, was nicht geklappt hätte. Man muss sagen, wir sind auch ein bisschen im Umbaumodus momentan. Genau. Überall. Überall. Und, sieh das, geh nicht. Bleib noch ein bisschen hier. Ah, ist schon zu spät. Und ja, genau. Die PlayStation 5 ist so riesig, ey. Ich habe mir Vergleichsbilder angeguckt. Ich bin echt gespannt, wenn die kommt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich glaube, die ist wirklich so ein gigantischer Schrank von einer Pistole, wollte ich schon sagen. Konsole. Das ist irre. Ich bin echt gespannt. Ach, guck mal. Brunnengläse. Aber irgendwie kann ich das da nicht mehr aufheben, das Unterwasser. Ich glaube, der ist irgendwie kaputt auch. Der hüpft so komisch rum. Vielleicht kommt irgendwann mal noch ein Nutgut und isst den. Brr. Ein Squessel. Eichhörnchen sind das Böse. Sieht verrückt aus. Schau dir das Quasil an. Das Quasil ist nur dann an deinem Garten interessiert, wenn dort ein Haselnussbaum wächst. Aha, und wir haben jetzt einen Haselnussbaum nämlich hier. Und der vertrocknet. Ach.
So ein Baum braucht schon ganz schön viel Wasser. Wer hätte das gedacht? Irgendwie, weiß ich nicht, muss ich die Gießkanne irgendwie mit Wasser auffüllen oder so? Ah ja, wirklich. Jetzt verstehe ich das, der blaue Kreis. Das checke ich jetzt erst. Deswegen kann ich manchmal nicht gießen. Ich frage mich ja, ob irgendwer irgendwann mal an diesen Kürbis rangeht. Wenn wir es ihm sagen, dann schon. Soll ich mal die Schnecke den Kürbis essen lassen? Ich wollte ja eh die Schnecke glücklich machen. Hier, Schnecke, isst den Kürbis. Wie lang wohl im Real Life so eine Schnecke braucht? Ich glaube, die könnte da ihr ganzes Leben drin verbringen, wahrscheinlich. Das hat nicht viel geholfen. Dann ist noch ein Apfel. Ich habe das Gefühl, die Schnecke braucht sehr viel, um glücklich zu werden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vielleicht mag die auch einfach nur keine Äpfel. Ja. Ich glaube, die Äpfel bringen mehr als der ganze... Hier ist Warum mal so ein Gänseblümchen. Warum läuft sie da durch den Teich? Wer weiß. Macht sie eigentlich was, wenn man mit ihr redet? Hast du das mal versucht? Storkos ist wie eine Busselgum. Denn rein technisch gesehen dürfte sie gar nicht fliegen können. Okay, sie sagt nur Quatsch. Na dann. Oh ja, komm, jetzt ist noch ein bisschen was. Ist... Achso, das Gänseblümchen ist schon kaputt. Ist noch das Gänseblümchen hier. Stufe 12. Das sieht doch gut aus. Diese faule Petula hat Papiertiere eröffnet. Es wird Zeit, deinen Pinatas einige Accessoires zu verpassen. Damit fühlen sie sich gut und sind wertvoller. Bei Lotti bekommst du einige neue Objekte, inklusive einer schick... Jetzt können wir die Pinata quasi anziehen, verkleiden. Und dann, wenn sie dann auf Partys geschickt werden, sind sie beliebter. Ein neues Pinata in der Dessertwüste entdeckt. Dessertwüste? In der Wüste halt. Da können wir jetzt hingehen und da eventuell ein neues Pinata fangen. Ja. So, du da. Ab in die Kanone mit dir. So, cool. Wieder eins auf Party geschickt. Eine Pflanze vertrocknet schon wieder. Ja, ich glaube, die am Teich. Ja. Lass mich bitte wieder ins Spiel zurück. Ja. Na los. Gieß, Gießkanne. Gieß, wie du noch nie zuvor gegossen hast. Oh, nicht so viel gießen. Ganze zu nass. Eine Nacktschnecke hätte den Kürbis in 3 Tagen. In den ganzen Riesenkürbis. Es ist früh, ja, wer weiß. Steht fest. Warum halten sich die Kunden nie an die Öffnungszeiten? Verdiene ich nicht auch meinen Schlaf? Okay, ich stehe auf. Aber lass mich erstmal meinen Saft trinken, ja? Die Seerwüste neben der Servicewüste. Garten. Garten? Achso. Ja, wartet, schauen wir gleich mal. In die Papiertierhandlung. Ja, genau, da können wir Sachen, also Pinatas anziehen. Oh, hey. Ich heiße Petula, falls du es noch nicht wusstest. Du solltest wohl besser ein Pinata auswählen, für das das bestimmt ist. Jetzt, wenn ihr zum Beispiel. Wo ist denn der andere Fuchs? Oh, wo ist er denn wirklich? Achso, die sind beide da drin, aber ich kann die jetzt, glaube ich, nicht auswählen, oder? Hm. Dann nehme ich mal den Mausmello hier. Du musst zunächst auswählen, wo du... Dann können wir jetzt zum Beispiel lustige Mützen und Perücken für den aussuchen, wenn wir wollen. Ja, in dem Spiel steckt sehr viel drin. Man merkt schon, da könnte man echt, da kann man sich viel damit beschäftigen. 600, mein Gott, so viel haben wir bei weitem nicht.
Aber ja, man könnte die alle Namen geben, ganz schön benennen und vollstopfen mit Süßigkeiten. Wenn man die dann auf Partys schickt, bringen die so viel Geld, dass es nur noch cool ist. Aber dafür muss man erstmal, ne, wenn man Geld verdienen will, muss man Geld investieren, muss man Geld haben erstmal. Das ist ja gerade das Blöde. Im Real Life. Genau.